Guten Morgen. Montagmorgen. 6:30. Jo, bin auf dem Weg nach Bremerhaven. Ja. Dann habe ich heute Morgen schon ein Knöllchen gekriegt. Was heißt heute Morgen? Laut Knöllchen am Samstagnachmittag. Weil ich stelle das Chassis ja immer ins Industriegebiet hinten. Und da muss sich irgendeiner beschwert haben. Weil ich nicht diese 5 Meter Kreuzungsabstand eingehalten habe, sondern nur 4 Meter. Und schwupps war dann an meinen Luftanschlüssen am Chassis so ein schönes Zettelchen. Ja. Naja, was soll's. Überweise ihn nachher und gut ist. Ja, dann hole ich einen aus Bremerhaven auch ab. Also abgeben tue ich den im MTB. Abholen tue ich im Eurogate. Und dann geht's nach irgendwo ein Vorort von Hamburg. Da habe ich ein Zeitfenster in Hamburg. Bis 14 Uhr muss ich da sein. Also alles gut. Da wieder so einen dämlichen Trecker. Ja, naja, schauen wir mal, dass wir nach Bremerhaven kommen. Ist schon einiges los, laut Navi auch. Hinten die Baustelle an der Unterführung. Da schlägt er mir dann wieder vor, 6 Minuten Zeit einsparen kann, aber dann schickt er mich quer durch Bassum und mit einem 40-Fuß-Container durch diese Straße durch. Kann man machen, aber ist ziemlich bescheiden. Ja, also lassen wir das mal. So, schon im NTB abgegeben. Tja. Jetzt geht's zum Eurogate. Der Zoll ist schon wieder so brechenvoll. Naja. Wir haben jetzt 9:15. Alles noch ganz gut. Holen wir den gleich mal ab und dann muss sowieso noch, Viertelstunde habe ich schon gemacht, eine halbe Stunde muss ich noch machen, Pause. Und dann fahren wir mal nach Hamburg. So, ich bin schon in Hamburg. Man unschwer erkennen kann. Am Ende der Straße links biegen ab. Sie links ab. Das ja, war relativ zügig bei dem Kunden. 5 Minuten gewartet, konnte ich an die Rampe. 20 Minuten später klopfte es, fertig. Ja, jetzt fahre ich zu ProGeco, bring die Büchse biegen weg. Biegen Sie links ab, B3, Kölbrandbrücke. Und dann fahre ich ins CTT und hole für morgen früh einen raus. Und der geht nach Bramsche. Postleitzahl 49. Sagt mir im Moment. Bramsche sagt mir was. Schauen wir mal.
B3, Köhlbrandbrücke, für 5 Kilometer. Der Leercontainer geht morgen dann nach Bremen. In welches Depot wissen sie noch nicht? Ja gut, dann muss ich mir das gleich mal im CTT ausdrucken. Aber die Büchse soll leicht sein. Zusammengerechnet 11. Ja, damit kann ich leben. Na, schauen wir mal. Ja, ich bin schon mal ein Stückchen näher. Naja. Ja. ProGeco dauert halt immer ein bisschen länger. Durch den Check bin ich schon. Und jetzt steht man hier schön rum. Aber im CTT habe ich eher 16 Uhr Slot, also alles gut. Dann schauen wir mal. Die Elbphilharmonie. Da hinten müsste ein Schnellboot sein, das andere ist auch ein Tanker oder Transporter. Die Möwen sind auch da. So, dann ging das doch noch ganz zügig. Naja, was heißt zügig? Aber für ProGeco-Verhältnisse war das echt schnell heute. Halbe Stunde. Ne? Also, kann ich mit leben. Ich habe jetzt sowieso noch 10 Minuten, bis ich rein darf ins CTT. Also, alles schon ganz okay. Nach 600 Metern. Rechts ab, Breslauer Straße. Tadi, tada. Der Zug ist da. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ja sogar mal grün. Was ist das denn? So. Hier vorne rechts wäre jetzt Krause, da wo die ganzen LKW stehen. Da wo er rauskommt. Da will ich heute mal nicht hin. Finden. Aber das sieht hier meistens schlecht aus. Ja, schade. Aber da würde ich eh nicht reinpassen. Doch, würde ich wohl. Ich habe ja den Hintern eingefahren. Ja, viel Spaß beim Kurbeln. Ah, hier steht jetzt auch schon einer.
ist doch gemein. Stehen sogar zwei. Noch 6 Minuten muss ich überbrücken. Bushaltestelle können wir knicken. Stehen hier auch schon alle an. Na, ist ja geil. Nur wenn ich mich da auch hinstelle, dann kommt da keiner mehr durch. Also werden wir jetzt frech sein. Chassis mal um 90 Grad hier rumdrücken. In die Lücke rein. Ja, wie für mich gemacht. Die wussten, dass ich komme. Ein Angler. So, und dann warten wir hier die paar Minütchen. Dann kann ich nämlich schon mal hinten meinen Arsch ausfahren. So. Bis gleich mal. Ja, es sieht so ein bisschen danach aus, als wenn es voller wird. Ganz schlauer. Zum Checkgate fahren. Das finde ich gut. Und Ticket schon gedruckt. Gate A. Ja, wohin auch sonst, wenn man einen vollen abholt. Keinen Bock mehr. Ich habe den ganzen Tag schon keinen richtigen Bock gehabt. Oh, komm, Smiley, wollte schon sagen. Gut, vorbei. Können wir wieder Gas geben. Piep, 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 piep. Das CTT hat euch lieb.
Oh, heute mal beim Leerchassis eine Schlange. Naja. Oh, das geht aber hier. Aber irgendwie geht hier gar nichts mehr. Weder beim Reinfahren, noch die da hinten links beim Rausfahren. Also haben die mal wieder irgendwann an der Software. Naja. Wahnsinn! Nach über einer Stunde stehe ich endlich meiner Spur. Und als ich hier ankam, waren alle Spuren leer und die ganze Reihe staute sich bis hier hinten, weil keiner mehr rauskam. Ja, oh, da kommt schon meiner. Ja, das war jetzt nicht schlecht. 12 Minuten. Oha. Oha. So, rechts fahren nur Leerchassis durch. Ah ja, dann warten wir hier mal weiter. Haben wir jetzt ja Übung drin, ne? So, ich bin da raus und wir haben jetzt 17.30 Uhr. Ja. Ja. Ja, nu. Kann ja mal passieren. Ja. Was soll's. Ich fahre jetzt zum Eurogate und dann ist Feierabend. Ja. Und jetzt ist hier der nächste Stau. Aber er ist ganz klar. Weil ich schätze mal 60-70% aller aus dem CTT fahren irgendwie hier rüber. Und da staut sich jetzt halt ein wenig. Oh ja, da hinten ist unsere schöne Schrottinsel. Da sieht man jetzt den dicken Pott von hinten. Ja. Naja, solange es rollt. Warum schaltet der wieder nicht? Naja, die Büchse ist wirklich leicht. Liftachse ist oben. Was für eine Achslast habe ich eigentlich? Können wir ja mal gucken. Kontrolldaten. Achslast. Ja. 8,2, das ist ja gar nichts. Seinem kleinen Dingern ist auch da. Jetzt bin ich gerade überfragt, aber ob der auch als Feeder gilt, weiß ich nicht. Oh, da unten ist auch wieder alles voll. Da hinten geht ein Heißluftballon hoch. Ah, hier ist immer irgendwas zu gucken. Ja.
dahinter liegt noch einer. Aber wirklich viel ist das nicht. Naja, so, ich muss mich gleich mal zusehen, dass ich links rüberkomme, weil ich zum Eurogate will. Und dann die Schicht im Schacht. Ja, Eurogate hat auch so ein paar stehen, ne? Naja. Jo, und hier vorne ist er gleich im Nahen. Und jetzt ist gerade die Kühlbrandbrücke dicht. Zum Glück bin ich da noch drum, weil sich da mal wieder zwei PKWs getroffen haben. Und wegen einem kleinen Bagatellschaden legen die jetzt die ganze Brücke lahm, die Idioten. Fotos machen und weg. Naja, so ist das eben, ne? Ne, der Hamburg Süd ist im Übrigen kein Fieder. Das sah von weitem nur so aus. Das ist ein Hochsee, also der geht weiter. So, ab zum Eurogate, da bin ich jetzt erfasst und dann ist für heute Schicht. Kein Bock mehr. Keine Ahnung, was das heute ist. Ich habe eigentlich verdammt gut geschlafen, war früh im Bett, 4:30, ja, 4:15 klingelte der Wecker. Aber keine Ahnung, irgendwie ist das heute nicht mein Tag. Dann fahre ich. 3 Stunden soll ich angeblich von hier brauchen. Ich fahre dann 3,5 Stunden vorher hier los, also gegen 5:30. Dann ist auch nicht mehr das Chaos hier vorne oder noch nicht das Chaos auf der A7, auf der A1 und dann kann man herrlich noch durchziehen. Und dann, oh, und dann, ich vergesse den Buckel immer. Und dann, ja, bin ich pünktlich 9 Uhr da. Die Kiste wiegt nichts, also kann man da ehrlich durchziehen. So, jetzt erstmal gucken, wo ich mich da hinstelle. Aber um die Uhrzeit dürfte da noch reichlich frei sein. Außerdem ist hier sowieso, glaube ich, nicht relativ viel los. Aber schauen wir mal. Komisch. Den Buckel da vorne, den vergesse ich immer. Aber den Achsenkiller hier, den habe ich zum Glück noch nie vergessen. Weil das wäre definitiv fatal. Wie gesagt, 2 habe ich hier schon gesehen. Der eine ohne Vorderachse danach oder zumindest hing die auf 7:30. Und beim anderen war irgendwas an der Hinterachse. Und ich glaube sogar noch an der Sattelplatte. Weil das ist brutal, das Ding. Aber okay, kann ich verstehen, weil die rauschen hier sonst so durch.